Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Ich war letztens nochmal in der Drogerie und habe mir ein kleines Tütchen voll gekauft mit den neuen Essensprodukten, also Essenz, Drogerieprodukten. Und da möchte ich euch mal einen ersten Eindruck nennen. Und ja, ihr kennt das ja, Haul halt. Ne? Ich zeige euch was und ich sage euch, was ich davon halte. So, beginnen möchte ich gerne mit dem Wangenprodukt, was ich mir gekauft habe. Das ist der Essence Sun Club All-in-One Bronzing. Ich kann nicht mehr reden. Highlighter für Brünette und für Dark Skin, heißt Sun Glow. Und was ich an dem besonders gerne mag, ist natürlich der peachige Korallton, obwohl es sehr orange ist. Und ich finde einfach, dass die Farben besser zu mir passen. Und ich denke, dass man das auch gut einzeln verwenden kann. Also hier oben die hellen Farben als Highlighter verwenden, das hier auch einzeln als Rouge. Da müsst ihr halt mit den Fingern gucken, dass ihr einmal drüber fahrt und das irgendwie so auftupft. Und das ganz dunkle auch als Kontur. Oder einfach alles zusammengemischt, schön über die Wangen. Gerade jetzt im Spätsommer vielleicht ganz schön auf den Wangen. Ich hab den Zettel noch. Moment. Hat gekostet. Ja, wo steht es denn jetzt? Moment, ich hab's gleich. 3,45 Euro. Ich denke aber, gerade für junge Mädels ist es ein gutes Produkt, weil es so vielseitig einsetzbar ist. So, denke ich einfach jetzt mal. So, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Dann geht es weiter. Natürlich wurde ich angefixt. Ja, Coco von Cosmo mit ihren Event-News. Sie war ja auf dem Event, hat diese neuen Lidschattenstifte empfohlen. Und da. Hallo? Ich kann heute nicht sprechen. Euch ist das vielleicht schon aufgefallen, aber ich mache trotzdem weiter. Und zwar der Essence Stays No Matter What Eye Pencil und Shadow. Und ich habe mir die Farbe geholt, Chocolate Brownie. Und die Farbe Cute Copper. Und ich habe mich extra für diese Brauntöne entschieden, weil ich bis jetzt immer noch auf der Suche nach dem perfekten Augenstift Eyeshadow bin, der günstig ist. Bis jetzt unangefochten Nummer 1, mein Laura Mercier Stift. Und ich habe mir auch welche von MAC mal gekauft. Die waren aber dann im Langzeittest nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und deswegen setze ich ganz viel Vertrauen in diese, weil einfach so ein brauner Stift mal schnell morgens so zack, zack, einmal drüber, einmal drunter. Sowas wünsche ich mir einfach, damit ich morgens auch nicht immer ungeschminkt auf die Arbeit muss. Weil ich bin ja doch schon ein Schminkliebhaber, aber ich möchte trotzdem nicht so früh aufstehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Stifte habe ich mir gekauft in den Brauntönen, weil ich glaube, dass die anderen Farben hier, dieses Türkis und so, habe ich schon in meiner Sammlung. Und ich möchte euch auch gerne einmal swatchen. Das hier ist der Copperton. Sehr schön bronze-goldig. Ah, habt ihr den Schimmer gesehen? Ui. Und dann der dunkelbraune. Ist halt auch ein schönes, sattes Dunkelbraun. Und jetzt wollen wir mal den Test machen. So, ich nehme den kleinen Finger. Ja, okay, es war jetzt noch nicht angetrocknet. Ich denke mal, man muss die angetrocknet sehen. Im Ersttest lassen sie sich verwischen. Vielleicht müsst ihr so ein Minütchen warten und dann geht es. So, aber auf jeden Fall sind die Farben schon mal schön. Dann, ach, die haben gekostet 2,45 Euro. Ja, ist ja doch nicht so günstig, wenn das dann so bleibt. Ich werde euch im Langzeittest mal sagen, wie es war, wenn ihr das überhaupt möchtet. Und dann habe ich natürlich noch drei von diesen neuen Lippenstiften mitgenommen. So, und zwar, ich bin so voraus, so vorhersehbar. Ich habe mir mitgenommen die Farbe Cotton Candy. Ein Pink, was mich sehr an eine Limited Edition von MAC erinnert. Und zwar, war, wie war das nochmal? Das war irgend so ein, naja, weiß ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ein schönes rosa Pink. So, so seht ihr das. Wunderschön. Ha, so ein Barbie, genau, das ist das perfekte Barbie Pink. Die Nummer 10 Cotton Candy. Dann ein korallstichiges Pink mit der Name Color Crush 08. Trage ich auch gerade auf den Lippen. Und last but not least, nicht noch ein Pinkton, nein, ein anderer Ton, der für Nadine sehr normal ist. Und zwar ist das dieser Coral Calling 01. Jetzt habe ich glatt vergessen zu swatchen.
So, Coral Calling. Und die sind, also was mir halt an denen gefällt, die sind sehr cremig. Okay, sie setzen sich ein bisschen in die Lippenfältchen. Das liegt vielleicht daran, dass sie auch länger halten sollen. Das ist dieser Koralleton. Dann holen wir noch schnell die Pinktöne raus. Zack, zack. So, bleiben wir mal bei Cotton Candy, dem Barbie Pink. Das sieht so aus. Das ist ein bisschen sheerer, aber passt ja auch zu Pink. Man will ja nicht rumlaufen wie Barbie, ne? Und dann haben wir noch Color, ja, Crush, ne? Das ist hier oben. Da seht ihr schon, dass der etwas wärmer ist. So, das sind die drei Töne. Ja, mehr habe ich mir auch nicht mitgenommen, aber ihr wollt bestimmt noch die Preise von diesen hier wissen. Die Preise dieser Long-Lasting Lipsticks sind 2,25 Euro. Sonst habe ich nichts Spannendes hier in der Tüte, außer Desinfektionsmittel, das ist nicht von Essence. Und auch dieses Balea Rasiergel ist nicht von Essence, aber das habe ich mir trotzdem mitgenommen. So, das war es auch schon, was in meinem Tütchen drin war. Habt ihr irgendwelche Highlights aus dem Sortiment, die man sich unbedingt angucken muss? Also ich habe mir jetzt eigentlich nur die Sachen geholt, die Coco von Kopfmann empfohlen hat. Schande über mein Haus. Da war doch glatt die Speicherkarte voll. Naja, es reicht auf jeden Fall jetzt noch, um zu sagen, Dankeschön, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich freue mich über jedes Däumchen hoch, jedes Kommentar von euch. Und ihr kennt ja Facebook, Instagram, Twitter, Links in der Infobox. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen letzten Videos vorbeischaut. Vielleicht habt ihr die aufgrund der Sommerferien verpasst. Und ja, ansonsten sage ich, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Over and out.